Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, dann seht ihr immer die aktuellsten Videos. Hallo, heute mal so eine kleine Kurzinformation. Also, heute lasse ich mal ein bisschen Dampf raus. Wisst ihr, wie es ist, wenn man sich den Arsch aufreißt? Wenn man alles macht und tut für die Familie, wenn man alles macht und tut für die Arbeit, selbst Studium mitten in der Nacht. Wenn man gar nicht mehr zur Ruhe kommt, wenn man eigentlich nur noch am Machen ist. Man steht morgens auf, geht zur Arbeit, tut sein Bestes, kommt nach der Arbeit nach Hause, macht den Haushalt bis 18, 19 Uhr und schmeißt sich dann noch in den Selbststudium für den Coach-Bereich und alles Mögliche, damit man beruflich besser dasteht. Und zum Schluss kommt ja nicht mehr raus. Zum Schluss kriegt man Arschtritt. Wenn man eine Klienten betreut, deren Eltern asozial und sonst was sind, die gegen die Hilfe arbeiten und einen Job vermasseln und dafür sorgen, dass man arbeitslos wird. Ich hasse sowas. Ich reiß mir den Arsch auf, ich helfe jedem Menschen und werde dafür in den Arsch getreten. Ich weiß nicht warum, ich tue und mache und es ist echt anstrengend. Ich versuche immer höflich zu bleiben, ich versuche immer ehrlich zu bleiben, bin ich auch und gebe eigentlich mein Bestes, damit meine Arbeit, die ich mache, zu 200% korrekt ist. Ich bin der Sachen Perfektionist. Ach, ausgegangen ist auch noch. Also, ja, wenn das Leben scheiße läuft, dann richtig. Also, was soll ich sagen? Also, ich habe für die Familie alles gemacht. Ich habe für meine Mutter den Umzug organisiert. Komischerweise habe ich den Umzug zu Hübi alleine gemacht, weil keiner helfen wollte. Und diejenigen, die helfen wollten, die haben dann kurz vorher abgesagt. Also musste ich dann den kompletten Umzug von einer Stadt zur anderen Stadt alleine machen. Organisatorisch und planmäßig auch komplett alleine. Ich habe mich um die Pflege gekümmert. Ich habe mich um die häusliche Betreuung gekümmert. Ich habe mich um die Ummeldung der Adressen gekümmert. Ich habe meine eigene Familie auch noch darum mich gekümmert. Ich habe mich um die Arbeit gekümmert, mein Klienten, deren Mutter dermaßen asozial ist, die sowas von gegen die Hilfe arbeitet, dass man dem Kind ja nicht mehr helfen kann in der Schule. Also solche Mütter, denen würde ich echt den Kopf abreißen, ehrlich gesagt. Es kotzt dann an. Dann sollte ich eigentlich jetzt den Bereich des Jobcoach übernehmen. Was ist? Die Firma kann ich umziehen, weil Netzwerkprobleme. Ja, was ist? Die Stelle als Jobcoach wurde gestrichen. Bedeutet, meine Stelle lief ja eh aus und die Stelle als Jobcoach wurde gestrichen, gibt es nicht, ich sitze auf der Straße. Ich reiße meinen Arsch auf und werde arbeitslos. Ich gebe nicht auf, ich mache trotzdem weiter. Ich suche trotzdem eine Arbeit und versuche guter Hoffnung zu bleiben, weil es ist ja mein Arbeit als Coach. Ich muss gute Hoffnung haben, dass es weiterläuft. Ich muss positiv denken. Ich gebe mein Bestes, auch wenn es schwer ist. Ich mache es trotzdem. Aber es kotzt einen nur an, dass man diejenigen, die am meisten helfen, werden am meisten in den Arsch getreten. Diejenigen, die am meisten tun, kriegen die meiste Arbeit im Arsch geschoben. Diejenigen, die am wenigsten tun, werden noch belohnt. Diejenigen, die am wenigsten helfen, sind die Retter der Nation. Also ehrlich, wo endet das Leben? Wo hört es denn auf? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wo soll das denn enden? Also ich bewerbe mich trotzdem weiter als Coach und als Berater und im Bereich der Eingliederungshilfe für Jugendliche, dass ich die auf die richtige Bahn schiebe, dass sie erst immer positiv denken. Ich bin gerade ein bisschen nervlich am Ende. Ich habe alles getan und gemacht. Ich habe mich nächtelang ins Selbststudium geworfen, habe einen Leitfaden für den Life-Coach, für den Job-Coach, für den Motivations-Coach geschrieben, habe alles vollautomatisiert über die Präsentation fertiggestellt. Und jetzt kann ich das Ding eigentlich in die Mülltonne schieben. Aber mache ich nicht. Ich heb's auf. Ich weiß nicht, was mich in der Zukunft erwartet. Ich sehe das, was ich jetzt verloren habe, als Existenz. Eigentlich als Hoffnung, dass ich einen guten Neustart irgendwo hinlegen kann. Woanders, wo keine asozialen Mütter gegen die Hilfe arbeiten und an den Arbeitsplatz versauen. Also kennt ihr das, wenn ihr irgendeine Hilfe übernommen habt? Es wird immer dunkler, deswegen sieht man mich etwas weniger. Wenn ihr irgendeine Hilfe übernommen habt, versucht den Klienten zu helfen und zu helfen. Gebt euer Bestes, reißt euren Arsch auf.
und die Eltern arbeiten zu Hause dagegen und das Kind sagt, was will der denn von mir? Der kann mir ja eh nicht, der erzählt mir ja eh nicht. Also kann ich ja machen, was ich will. Also prügel ich mich, schlag mich mit denen, halte eine Waffe gegen, halte eine imaginäre Waffe gegen den Kopf mit der Hand und sage, ich erschieße dich, ich will saufen, ich will ein Bier. Was sind denn das für elterliche Verhältnisse? Das ist asozial und Drecksverhalten. Und sowas soll man dann noch in der Schule begleiten, betreuen und so weiter. Ich habe diese Stelle nur vorübergehend übernommen. Ich konnte da ehrlich gesagt nichts machen. Weil die Eltern haben absolut gegen die Hilfe gearbeitet und die Schule wollte eine Hilfe haben. Die Hilfe kann aber nicht machen, wenn die Eltern nicht mitspielen. Ich als Coach, wie auch jeder Coach auch sagen kann, kann wir können, also wir als Coach können nur Menschen helfen, die sich auch wirklich helfen lassen wollen. Menschen, die sich nicht helfen lassen wollen, da bringt das keine Betreuung, keine Begleitung, kein Coaching, keine Beratung, gar nichts. Die müssen erstmal selber aufwachen, selber erstmal die Scheiße fallen, um erstmal mitzubekommen, wie scheiße das Leben eigentlich läuft, damit man erstmal vorwärts gehen kann. Es ist einfach nur beschissen. Ja, okay, das wollte ich erstmal nur mitteilen. Ich habe erstmal ein bisschen Dampf rausgelassen auf meinen Kanal. Und wie beschissen das Leben eigentlich laufen kann, aber trotzdem muss man positiv denken. Ich gehe trotzdem weiter. Ich lasse mich durch diese asozialen Eltern nicht aufhalten. Ich werde weiter für meinen Life-Coach, Job-Coach und Motivationscoach meine Möglichkeiten ausschöpfen, mich vorbereiten und weiter jetzt einen nächsten Job suchen. Auch wenn es schwer wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Die Motivation ist, weiterzugehen. Und ich höre nicht auf, auch wenn es solche Dreckseltern gibt. Ja, okay. Da hört es bei mir auf bei diesen Eltern. Also da bin ich auch nicht mehr freundlich. Eltern, die wirklich was für ihre Kinder machen, aber es nicht leisten können, kann ich verstehen. Die haben nicht die Möglichkeit, denen muss man helfen. Aber Eltern, die grundlegend dagegen arbeiten, die lieber abends zu Hause saufen und die Kind nachts dann noch Fortnite spielen lassen und das Kind also da versaut wird, sorry, denen gehört das Kind entzogen. Ist meine Meinung. Jutti, dann bis dann, viel Spaß noch und bye bye.